Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen OMSI 2 Let's Play Video. Allerdings diesmal wieder ein kleines Preview. Wir sind mal wieder unterwegs in Ruhrau Version 2. Und der Carsten ist auch unterwegs mit mir zusammen heute und der Julian auch. Hallo ihr zwei. Hola. Hallo du alleine. Ah, guck mal, da kommt die Blonde wieder zurück. Ja, und wir fahren einen Gelenkbus. Ich habe mich selber dazu verdonnert. Eigentlich ist das eine Linie, Carsten, die ist nicht für Gelenkbusse gedacht, ne? Ja, ist auf jeden Fall eine Solobus-Linie, weil da das Fahrgastaufkommen auch nicht so hoch sein wird. Genau, da können wir ja gleich nochmal ein bisschen drüber quatschen. Wir fahren den NG262 in der Morphe Edition. Das war auch sowieso ein Userwunsch gewesen. Und ich würde sagen, hüpfen wir mal rein und fahren zur Starthaltestelle. Ja. In Haidhausen. Und wo fahren wir hin? Zur Bergischen Kaserne. Zur Bergischen Kaserne, genau. Auf der Linie 184. So. Genau. 184, die ist neu. Ja, volle Pulle, ey. Ja, man sieht direkt schon die ersten Neuerungen hier. Ja, wir stehen ja am Haidhauser Bahnhof, ne? Und der ist irgendwie anders. Man glaubt es kaum. Ja. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Ja, der ist also komplett umgestaltet. Also was heißt komplett? Ja doch, ist komplett umgestaltet. Also was heißt, ja doch. Ja doch, ich sah. Der Andi hat eine Fehlermeldung. Hä? Der Andi hat eine Fehlermeldung. Ich habe doch keine Fehlermeldung, wo habe ich einen Fehler? Jetzt nicht mehr. Hä? Da war vorhin einer. Nicht um sie im Display. In welchem Display? In dem grünen. In welchem Display denn? Das war vielleicht der Vorratsdruck. Ich bin ja jetzt direkt losgefahren. Wobei es hat mich gerade gewundert, dass der losgefahren ist direkt. Ja, du musst auch bremsen. Ja, ist doch alles gut. So, siehst du? Da ist der Vorratsdruck nämlich wieder weg. Weil die Bremse ist wieder drin und die Türknöpfe blinken, also brauchst eine Weile, um loszufahren. Ui. Der Blinker blinkt auch. Oh, coole Anzeige. Ja, ne? Größer wird man das nicht formatieren können mit der Bergischen Kaserne, sehe ich gerade mal so. Wir können ja mal gerade hier, da wir eh noch einen Moment Zeit haben, drüber schauen. Ja. Also da hat sich einiges verändert. Diejenigen, die jetzt Ruhrau 1 kennen, wissen, denke ich mal, jetzt, was ich meine. Ja, das Gras ist jetzt eine andere Farbe. Genau. Ja, nicht nur das Gras, es ist alles ein bisschen anders. Hier vorne war immer eine Haltestelle, die ist komplett weg. Ja, ich war ja gerade der doofe Spruch, da hat sich alles verändert, fast. Ja, eigentlich ab den Bahngleisen oder ab dem Bahnsteig in die eine Richtung bis auf die Gebäude hat sich da tatsächlich alles verändert, ja. Oh, bist du schon zu spät? Nein. Nee, hast noch Zeit. Nee. Solange das nicht auf 30 geht, ich bin da ganz strikt, was das anbelangt, fahre ich auch noch nicht los. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall ist das komplett jetzt mit eigener Kreuzungsobjekten und so, sodass man da entsprechend auch eine eigene Ampelschaltung hat und sowas. Was war denn jetzt? Ach, da ist es wieder. Jetzt neu mit Ruhrau 2 eine eigene Ampelschaltung. Ja, genau. Gab's noch nie in OMSI. 10.000 neue Objekte. Da haben wir auch neue Objekte, ja? Ja, genau. Das sind alleine 100. Ja, das gab's auch so noch nie in OMSI. Ja. Das ist coole Skulpturen. Ne? Andi, hast du denn schon dein... Scheiße. Was willst du denn sagen? Hast du schon dein... Das glaube ich gerade keiner. Die Fahrtüchtigkeit geprüft? Funktionieren alle Lichter und Türen und Blinker? Jo, du hast da auch neue Mülleimer. Warum mache ich eigentlich immer die Tür hinten auf beim ersten Startpunkt? Die sind jetzt noch mülleimiger. Ja, vor allen Dingen, das Schlimme ist ja, ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht bis auf die Knochen, weil ich kenn's ja bis jetzt noch nicht in dem Zustand. Es kennt keiner von uns außer dem Carsten. Ja, der Carsten kam an und hat gesagt, so, du wirst jetzt gefoltert, Andi, jetzt fährst du. Darf ich auch gefoltert werden? Wir müssen nach rechts jetzt. Ah, ja, jetzt Neuerung. Nach rechts. Bergische K. Ja, warte mal, da muss ich mal... Wir müssen zum Bergischen K. So. Gerade mal einen richtigen Blinker reingesetzt. Ach so. Ja, die Ausfahrt ist dafür, das spannend. Ne? Wieso, wie ich das gerade sehe. Mit dem Gelenkbus. Was ist damit?
Die ist ja etwas spannend gerade. Ja, ja gut, ich habe ja gesagt, ich fordere mich jetzt mal selber hier raus. Das wird wahrscheinlich an manchen Stellen eng werden, oder? Ja, also die Strecke insgesamt hat schon so ein paar Engpässe, ja. Das ist richtig. Carsten? Ja? Auf die Gefahr hin, dass du das schon weißt, die Ampelschaltung, ne? Ja. Ja, die Fußgängerampel ist rot geblieben. Oh. Ist sie rot geblieben? Ja. Wollte ich nur darauf hinweisen. Ja, oh. Was ist los? Bist hängen geblieben? Ja. Ach, das war doch nur ein Begrüßungshüpfen vom Bus. Ja, der Bus scheint schon. Ist der schon im Eimer? Nee. Nee, alles gut. Nee. Achte ein bisschen da drauf, sonst kriegst du eine halbe Stunde vor. Haha, das wollte ich ja noch. Nee, 10 Minuten. Nee, halbe Stunde. Nein, 10 Minuten. Halbe Stunde. Nein, 10 Minuten. Das ist Script geregelt, halbe Stunde. Nein, das ist Karten geregelt. 10 Minuten. Echt? Ja. Du kannst es aber im Script abschalten. Das ist blöd. Man sollte das vielleicht mal für uns jetzt gesehen machen, weil es ist immer ein bisschen blöd. Wir bauen ja ganz gerne mal einen Unfall. Nein. Hab ich mir vom Busfahrer mal erklären lassen. Niemals. Muss ich nochmal machen, weil ich hab's nämlich schon wieder vergessen. Ah, guck mal. Ein Tunnel. Schon, ja, ich sehe schon einen Fehler. Du musst was ist das jetzt, denn? Ja, du musst da jetzt rechts rüber. Da sollte, glaube ich, eigentlich Bergische K stehen, ja. Genau. Zum Bergischen K. Aber da man da unten diesen dynamischen Pfeil nicht nutzen kann, weil der einfach dann zu hoch wäre und über dem Dach des Tunnels wäre und du ihn nicht sehen würdest, habe ich mir gedacht, setze ich mal einen anderen Pfeil. Aber ich habe vergessen. Der Bus gibt gerade auf, wir fahren bergauf. Mhm. Echt? Ja. Ein bisschen untermotorisiert. Ja. Oh Mann. Wir haben ja noch eine Neuerung, man hat es jetzt eben im Video gehört. Wir nicht. Ja, ihr habt es jetzt nicht gehört, der Carsten weiß es, du weißt es eigentlich auch. Ja, ich habe es mir schon angehört. Wir haben neue Ansagen. Woran liegt es, Carsten? Ja, das ist einfach mal so ein Test gewesen, weil, hält er nicht? Warum? Alles warum hat der jetzt nicht gehalten? Hat dich doch nicht gerannt? Ja, aber warum hat er nicht gehalten? Ich dachte, du hättest das so eingestellt, oder? Ja, muss ich nochmal nachgucken. Also eigentlich hätte er da halten müssen dann. Ja, also das hat, also mit den Ansagen hat ja die Bewandtnis, dass ja auf der 182 und der 184 nicht die RVAG fahren soll, sondern ein anderes Busunternehmen, also irgendwie ein privates Busunternehmen für ein... Ah! Das war knapp. Und, alles kalkuliert. Ja, ja. Die haben natürlich dann auch andere Ansagen, ne? Oh, guck mal, Tatütata. Auch lang nicht mehr gesehen. Ja, und hier den Bereich, den kennt ihr auch schon. Hm? Also hier den Bereich, den kennt man schon. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir zuletzt gezeigt hatten, wenn ich ehrlich bin. 182. Die 182. Vom Fredeberger Markt. Ach, richtig. Ja, richtig. Die sind wir ja auch schon gefahren. Carstens absolute Lieblingsstelle in Ruhrau 2. Ja. Aber ich finde es schon verblüffend, wenn man jetzt mal Ruhrau 2 sieht, so im Beta-Status und sieht Ruhrau 1 dagegen. Also du hast dich echt gemausert. Abschaum, ey. Ich mauser nicht. Ja. Hallo. Ja, du musst natürlich jetzt wieder unbedingt einen Fahrschein haben, ist klar. Ja, was denn, soll er schwarz fahren? Der ist wenigstens gut erzogen, du. Genau. Dämonischer kleiner Junge. So, ja. Weiter geht's. Ja, auf jeden Fall, hier treffen wir ja dann die 182, ne? Also hier treffen die beiden Linien quasi aufeinander an der Haltestelle. Ouch. Und die fahren dann so zwei Haltestellen noch parallel zueinander und dann trennen die sich wieder. Carsten? Ja, Julian? Ist so ein Privatunternehmen, oder? Das, ja, das die bedient. Ja, soll eigentlich dann so sein, ja. Können die sich das denn leisten, wenn ständig die beiden Linien aufeinander fahren? Hä? Ständig, dann sind doch ständig die Busse kaputt. Oh. Ja, irgendeiner muss doch für das Chakotay-Josh-Niveau sorgen. Ja, du kannst es aber nicht, das ist das Problem. Ja, ich hab's. Zumindest kann man es probieren. Oh, ja. Warum fährst du auf die Rechtsabbiegerspur, wenn du links abbiegst? Das war jetzt ein Irrtum, ich dachte, da wäre eine Haltestelle. Alles gut. Nee. Also ja? Ich bleib dabei, wenn ich an den Ampeln vorbeifahre, wird dieses Piepen lauter. Ich glaube wirklich, das sind bei mir die Ampeln. Ja, dann löscht doch mal Sounds daraus, aus dem Sound. Ich lösch doch nicht einfach irgendwelche Sounds weg. Doch, mach dir Backups und lösch's raus. Wenn dich das so stört, dann tu was dagegen. Ja, aber dann musst du das tatsächlich irgendwie... Ja, muss ich erst mal wissen, welche Sounds. Hallo? Ja, das kann man ja testen.
kannst dir zum Beispiel die Sounds anhören und der danach klingt, den löschst du raus. Ja, und dann? Dann geht irgendwie die Hälfte nicht mehr. Ja, natürlich, wenn du einen Sound löschst. Übrigens, hier kann man auf die Tankstelle fahren und tanken, wenn man einen Bus leer hat. Ja, das kriegt nur der Julian hin. Weißt du noch? Ja, aber ich fahre dann an meiner Endhaltestelle eiskalt vorbei. Das kann mir ja hier nicht passieren. Ach so, weil hier so bin ich ja mitten in der Linie. Ja, ja. Ich weiß, was war das? Mühlbach? War das Mühlbach oder Krefrath? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war Mühlbach. Ich bin mit dem Urbino gefahren, da war der gerade neu. Das müsste Mühlbach gewesen sein. Der neue Urbino? Hast du nee, der Urbino? Der von Alter. Ach so. Was ich ja faszinierend beim Carsten finde, was ich auch wirklich bei Ruhr aus sehr schätze, das sind diese orangenen Pfeile. Mhm. Es wurde ja mal geschrieben, das funktioniert aber nicht so einfach. Da habe ich auch gesagt, ja, aber beim Carsten schon. Das liegt, glaube ich, auch an den selbstgebauten Splines, ne? Ja, ich könnte jetzt auch mal so voll die Werbung machen. Also auf dieser Linie hier, ne, das gab es, glaube ich, noch nie in Omsi. Nein, das muss ich mal ernst ist bleiben. Der Satz, wir erfinden Omsi neu. Ja, nein, aber übersteuerst geringfügig. Aber tatsächlich ist das so, dass auf dieser Linie alle selbstgebaute Kreuzungen verbaut sind und keine einzige Standardkreuzung. Und man kann natürlich, oder auch keine Add-on-Kreuzung wie von Simple Streets oder sowas, ne? 3000 neue Kreuzungen dabei. Jetzt übertreib mal nicht. So. Das ist doch der Sinn von Verb. Hast du Ja. Schreibe ich dann hinterher auch in die Readme und in den ins Vorstellungsthema. Ne? 3000 neue Kreuzungen. Ja, und vor allen Dingen 50.000 Kilometer neuer Splines verlegen. Vor allen Dingen, es läuft auch sehr flüssig. Ja, das ist natürlich auch sehr wichtig, aber das liegt auch daran, dass ich nochmal versucht habe, Ressourcen sparen, da zu bauen, ne? Wobei, habt ihr den Unfall gesehen, die Meldung, die ich eben hatte? Ja, hab ich. Wo war der denn? Ja, das war doch wahrscheinlich der, wo der dir in der engen Stelle reingefahren ist. Ach so, ich dachte, den hätte ich nicht erwischt. Ja, ich dachte eigentlich auch nicht, aber manchmal funktioniert die rote Schrift nicht, wenn man aufnimmt. Ah. Ja. Oh. Ah. Oh. Nein, ich wollte damit ja nur andeuten, nein, das war kein Ruckler bei Omsi, das war wirklich hier eine Fehlermeldung. Also, ne, alles gut. Ja, Fehler. Finde ich geil, weil sonst hätte er nämlich gesagt, das war ein Ruckler. Ja, nee, wir sind ja jetzt hier in einer Preview, da muss man das ja auch ein bisschen ernster angehen, ja? Ach so. Ja. Echt? Oh. Ist das so? Ja, dann steige ich am besten bei der nächsten Haltestelle aus, weil dann passe ich nicht in die Runde, ne? Achso, den Fall, den kannst du übrigens missachten, der da kommt. Welchen Fall jetzt? Der in den Bäumen. Der in den Bäumen. Warum hängt da eigentlich ein Pfeil in den Bäumen, Carsten? Ja, weil ich die Linie, also ich fahre ich nicht hier rechts ab, oder? Nein, ich habe den Linienverlauf hier rechts gehen lassen und du musst gleich sowieso wieder links rüber. Und der Pfeil ist natürlich dann ein bisschen kontraproduktiv. Okay. Du machst den aber noch weg, oder? Ja, der kommt noch weg. Und notierst du dir denn auch schön nebenbei, was uns so auffällt? Na, natürlich. Ja, klar, natürlich. Ich mach das hier alles per Aufnahme. Ja, mit meinem Telefon. Genau. Der Carsten guckt sich dann im Nachhinein das Video 5-mal hintereinander an mit dem Stift. Genau. Pfeil unter dem Tunnel. Carsten, ganz ja, blöde korrigieren. Oh, wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Jetzt sind wir hier gerade in einem ganz neuen Bereich. Also der ist halt. Ja, jetzt fängt die Linie quasi neu an. Carsten? Ja? Nee, red du erstmal weiter. Nee, nein, sag du erstmal. Ich wollte nur wissen, wie nimmst du das denn auf mit deinem Handy? Ich lasse das einfach hier mitlaufen jetzt. Ja, und wie so eine App? Wo ist das? Das wie Handy? Wo ist das? Ja, das liegt hier direkt vor mir. Liegt das auf dem Tisch? Ja, cool. Dann hast du uns knallhart ins Gesicht gelogen. Wieso? Ja, weil Andi dich darauf hinweist und damit du das mit deinem Handy aufnehmen könntest, müsstest du das an deinem Kopf haben. Nein, muss ich nicht. Ich oder Boxen anhaben. Lautsprecher aufnehmen. Hast du Boxen an? Der Carsten braucht keine Boxen, der hat ein G35. Da braucht er ja, aber dann müsste er ja das Handy ja im G35 haben, damit er das aufnimmt. Holt aber weit aus, so. Meine Fresse. Ich habe einen Schlenki, was denkst du denn? Ja, der hat mir gerade eben noch nebenbei eine reingehauen, deswegen hat er so weit ausgeholt. Ja, dann. Ich hätte höchstens durch Seitenfenster die Zunge nach hinten rausstrecken können, Nachläufer. Will denn jetzt... Oh. Oh, da bin ich jetzt gleich mal gespannt, wie du da...
Jetzt rollt der noch aus, ich halte. Okay. Wie du Hallo? Da wieder rauskommst. Das jetzt nicht oh, die, du hast keinen Druckluft mehr in den Türen. Oder warte mal. Was nee, meinst du jetzt? Türfehler hast du. Schön. Was machst du denn jetzt? Ja, Bus aus, Bus wieder an. Ne? Ja, super. Super. Bus aus und Bus wieder an. Und dann so lange M drücken, bis das Ding ausgeht. Ey, ich drück grad E, das ist genial. So. Jetzt kannst du E drücken, bis das Ding wieder ausgeht. Aber vergiss nicht, den Neutralgang einzulegen. Du bist gerade noch im D. Du bist noch im D. Mach mal neutral. Ja, das ist noch so schön ungewohnt. Du kannst vorwärts nicht fahren. Du bist so weit vorne. Ja, weil der Bus vorgerollt ist, der Depp. Der Depp, du. Bah! Wie stehen wir jetzt überhaupt hier drin? Das ist auch eine sehr enge... Nee, ich bin wirklich ein bisschen weit vorgefahren. Ja, bist ja, du. Wobei, meinst du nicht, da kommen wir noch rum? Ja, obwohl, wenn du richtig fest einschlägst, könnte das noch Bus hat einen kurzen Wendekreis, aber nicht so kurz. Ja, das möchte ich jetzt gerne mal sehen. So, soll ich's riskieren auf deine Verantwortung? Wessen? Auf Julians, ne? Nein, auf deine. Jetzt bleibt der stehen. Ja, probier mal. Ich probier's nicht, ob das mal. Klappt. Ich probier das jetzt mal aus. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich wette 5 Euro dagegen. Jetzt fährt der Bus erstmal nicht. Warum fährt denn jetzt nicht? Habe ich noch die Haltestellen? Der Bus nicht. Ah, ich habe noch die Haltestellenbremse. Ja, ich habe 5 Euro verdient. Wenn wir jetzt eingeschlagen hätten, hätte ich 5 Euro verdient. Ja, Carsten, das war nix. Nee? Nee. Oh, habe ich doch direkt gesagt. Ich habe 5 Euro dagegen gesetzt. Habe ich doch direkt gesagt, das hat nichts wert. Ja, ja, klar. Vielleicht wird das was, wenn du richtig einschlägst. So. Ja. Wie er sich freut. Ja. Ach, da sehe ich übrigens gerade, dass da noch irgendwie was unter der Haltestelle fehlt. Da kannst du dir richtig das Ding zerkratzen. Geil. Ja, da könnte man unter die Haltestelle gucken. Okay. Das ist doof. Das gefällt mir dann nicht. Mhm, das glaube ich. So. Ah, jetzt kommt auch ein Highlight der Linie. Güterbahnhof. Ein Hiklit. Ein Hiklit. Ein Güterbahnhof? Nee, der Güterbahnhof ist nicht das Highlight. Da fährst du ja nur so ein bisschen dran vorbei. Güterbahnhof? Nö, der ist überhaupt nichts. Nö. Ist aber ein Güterbahnhof. Ja. Carsten ist sehr bescheiden, das muss man zugeben. Um Josh zu zitieren, ja. Der da steht ein. Oh! Da guck ich einmal weg, ja. Gute Bremsen, du. Da steht ein. Da steht nee, ein. Was ist denn das eigentlich? Ein Bus. Ist oder ein U305? Oder ein SD200. SL200. So, jetzt wird's spannend. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich würde weiter. Achso, da kommt wieder gleich entgegen, oder? Oh, nee, das ist eine Ampel. Nee. Hallo, das ich hab grün! Hä? Ja, ich glaube, ich muss die Ampelphase noch mal ein bisschen verändern. Ja, das würde ich vorschlagen. Ja, wie was? Da kommt ja noch mehr. F11. Wie F11. Ja, das tut mir jetzt leid, aber das ist halt der Sinn des Tests, ne? Wie willst du denn da jetzt rumkommen? Ja, da ist ja im Moment gar nicht irgendwie so ganz. Ja. Mach mal F11. Bin ich dem natürlich rückwärts auch noch drauf gefahren. Super. Ja, der wird sich freuen, ne? Das verstehe ich allerdings nicht. Ja, ich hatte einen Unfall. Bei mir hat das immer funktioniert. Ja. Jetzt auf einmal nicht mehr. Nee, aber heute hatte ich das auch schon. Och nee. Brettert auf eiskalt durch, der. Ja, was will ich denn machen? Nicht du, der Mercedes brettert einfach durch. Der Mercedes brettert. Aber das Problem ist, wenn du die Kachel, das ist nämlich ein Omsi-Problem, wenn du die Kachel nämlich lädst, dann spawnen überall die Autos. Auch zum Beispiel in dem Bereich. Ich habe so ein Gefühl, dass ich es diesmal packe. Halt mir mal an, lass mich raus, das geht aber gar nicht. An die zählen wir nicht, die Unfälle. Ah, ich muss da echt was machen. Ja, nein, das Problem ist auch tatsächlich, dass der. Schon der nächste. Der Golf. Ich warte schon drauf, dass der Bus kaputt ist. Der Golf fährt sogar noch von alleine weg. Oh mein Gott. Ja, das ist jetzt schade. Ich wollte eigentlich diese Ecke richtig formschön nehmen, aber das war jetzt leider nicht möglich. Ja, weil das ist auch eine schöne Ecke, finde ich. Aber egal. Passiert. Andi. Dafür sind wir ja da. Wir testen das Ganze jetzt. Genau. Ja, was denn, Julian? Ist das hier zum Randfahren oder? Ja, eigentlich ist das eine Haltestelle zum Randfahren und ein Parkstreifen. Warum da bei dir gar keine Autos stehen, weiß ich auch nicht. Kanntest du das hier schon in den Bereich? Noch nein. Nein, der ist neu. Das ist, glaube ich, alles neu, oder? Das ist alles neu, ja. IKEA! Ah, jetzt weiß ich auch, wo er ihn untergebracht hat. Ja. Wie, wo er ihn untergebracht hat? Ja, er hat letztens vor ein paar Monaten, als du im Urlaub warst,
hat er mich mal gefragt, du, wie kann ich da hier mal ein paar Häuser hinstellen? Da habe ich gesagt, mach doch ein Ikea dahin, weil passt doch. Und dann sagte er so, nee, den habe ich schon woanders. Aber jetzt weiß ich auch, wo er ist. Und, ja, was sind das? Wo sind diese Objekte jetzt her? Gibt es die im Forum? Nee, das sind Standardobjekte. Ach, Ikea ist ein Standardobjekt? Ja, Ikea gibt es auch in Berlin. Echt? Ja. Das wusste ich noch gar nicht. Ich fahr Spandau zu selten, wobei eigentlich nicht. Ja, das ist hier von U-Bahnhof Ruhleben, wenn du da die Hauptstraße lang fährst. Die Flora. Dann ist der auf der rechten Seite. Okay. Bisschen weiter abseits von der Strecke. Das aber Problem ist, ich fahr Berlin nicht. Ich glaube, das machen die wenigsten mittlerweile, oder? Ei. Ja, obwohl es gibt immer noch irgendwie Videos bei YouTube, die. Ja, die sind dann unter dem Motto, wo wir mal zeitweise unsere OMSI-Let's Plays drunter hatten, nämlich Back to the Roots. Ach so. Gelenkbus lässt ich auch grüßen. Ja. Ja, aber das war doch noch ganz. Der kam aber ganz gut rum jetzt. Ja, denke ich auch. Das Rattern irritiert mich immer so ein bisschen. Ich denke immer, ich fahre irgendwo drüber, aber das ist bei dem Bus, glaube ich, so. Ja, der scheppert ordentlich, weil die Teile im Innenraum sehr lose sind. Ja, die Schrauben sind schon locker. Das Haus hatte da Werbung an der Wand. Echt jetzt? Ja. Ja. Warta-Werbung. Ja, jetzt kommen wir in den Bereich, den man schon kennt. Also zumindest. Woher? Ja, also zumindest ein ganz kleiner Bereich. Ja, nicht der jetzt, sondern da, wo wir gleich hinkommen. Noch nicht. Nee, jetzt noch nicht, aber lass den Andi erstmal runterfahren. Ich kenne jetzt hier von dem Moment noch gar nichts, höchstens von Bildern. Lass den Andi mal nicht runterfahren, weil sonst knüppelt der gleich mit dem Kopf auf Lenkrad und der Bus knallt irgendwo gegen. Ach, Friedeberg! Richtig. Wir sind nämlich jetzt von der anderen Seite an den Friedeberger Markt rangefahren und da steht auch eine 182, so wie ich das gesehen habe. Friedeberger Markt, und dann musst du jetzt links rein euch machen. Genau. Und den Pfeil, den muss ich da auch noch ein bisschen nach vorne setzen. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht, ne? Ja, 4-2 Minuten. St. Marienkirche, wo ist denn die? Danach. Eine Haltestelle später. Warum hat er jetzt da eine zu viel? Es kann sein, dass er beim Türfehler rumgespackt hat mit dem Script. Der reagiert nämlich auf Türöffnungen. Warte mal, das kann ich doch irgendwo zurückschalten. Ja, rückt stumm rechts vom Blauen. Da, so. Gucke an. Geradeaus, ne? Nee, links. 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 Ja, links. Ins Friedeberger Markt rein. War da ein Pfeil? Ja. Ja, das habe ich gerade drüber gesprochen. Den muss ich noch ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Okay. Der ist ziemlich weit links. Aber das ist halt auch das Problem, das ist halt. Fehlt da eigentlich noch was auf den Inseln oder sind die wirklich so leer, Carsten? Nee, die sollen so sein. Alter. Sand. Sandinseln. Also es gibt zum Beispiel in Düsseldorf auch so eine schöne Straße in Bilk. Da ist in der Mitte einfach nur gepflastert. Oh, nee, ne? Doch. Komm hier an dem vorbei? Ja, nee, klar. Ja, ein bisschen roten ausholen. Ja, ich muss mein Gelenk hinten ein bisschen. Ah, das passt. Im Auge haben, na, das passt wunderbar. Wenn du mal sehen würdest, wie die im Real Life fahren mit dem Gelenkbus, denkst du dir auch. Ich sehe schon manchmal, wie die mit dem Solobus fahren, das reicht mir. Ja, aber Gelenkbus, beim Gelenkbus staunst du. Ich hatte die Woche gerade einen NL263, der hat irgendwann nach Gummi gestunken. Ich glaube nicht nach Gummi, sondern wahrscheinlich irgendwie was Schlimmeres. Gummi, lecker. Und da ist übrigens wieder eine DHL-Poststation, ne? Ja, die kennen wir ja, glaube ich, schon, oder? Ja. Aber gibt so noch nicht in OMSI. Nächster Halt. Hat der Andi ja gebaut. Ne, Andi? Ja, also die gibt's zumindest noch nicht in OMSI, die habe ich ja gebaut. Ja, genau. So. Genau die. Geradeaus, oder? Genau. Ist hier eine Ampel? Nein. Nö. Ein Verkehrszeichen. Ja, das ist beruhigend. Sollte sich aber noch ein bisschen vortasten, genau. Ich habe nur gerade irgendwie Schiss, da kommt wieder ein Benz angebrezelt. Nein, kommt kein Benz angebrezelt. Finde ich ehrlich gesagt gut, dass jetzt mit den orangenen Hilfshallen jetzt zum Beispiel auch an der Stelle funktioniert. Andi, erinnerst du dich, als wir die Linie 69... Ganz kurze Unterbrechung, Julian. Ja. Er hat gerade schon wieder zwei Ansagen hintereinander gebracht. Das ist komisch. Das liegt aber, glaube ich, eher im Bus, oder? Oder hängt das wieder mit diesen Würfeln zusammen? Das Problem gab es doch früher schon. Ist nicht würfelabhängig. Nee. Ist türöffnungsabhängig. Das kann nicht sein, aber das sind zwei Würfel, tatsächlich. Einer, der ankommt und einer, der abfährt.
Julian, ich hatte dich unterbrochen, sorry. Ach ja, genau, du erinnerst dich an die 69 auf... Welcher Karte war das denn? Städtedreieck. Wo war mit dem, also wo ich da mit dem C2 gefahren bin bei überfrierender Nässe? Wo dann der Chakotin... Nicht schon wieder. ...er doch weiß machen wollte. Oh! Oh. Das hast du jetzt gemacht. Der Bus ist kaputt. Wo er mir dann doch weiß machen wollte, wobei ich weiß nicht, wer alles mir das weiß machen wollte. 20 Minuten. Ja. Also ist das tatsächlich ausgeschaltet. Da kiekste, wa? Ja, da kiek ich. Das hat geradeaus geht, obwohl das rechts ging. Das kann man hier zum Glück nicht machen. Ja, pünktlich. Ich bin pünktlich, wenn man hier das Schöne ist halt immer... wirklich, dass du auch nicht dieses Wirrwarr hast, ne? Anfall. Ja, klar. 36 Minuten. Ja, weil er rechnet halt trotzdem 30 Minuten drauf. So. Weil das Skript das so vorsieht. Naja, egal. Ja, auf jeden Fall. Oh, die Tür war aber zu jetzt. Ja, die ist zugeknallt, ne? Ja, ja. Ja, die läuft über Random-Variablen, glaube ich. Geradeaus, oder? Mhm. Da ist ja kein Pfeil, ne? Ja, ich hätte sein können, dass ich drunter durchgefahren bin, deswegen dachte ich, frag lieber. Aber bei dir stehen echt wenig parkende Autos, ne? Ja, gut, das hängt aber auch mit der Verkehrsdichte wahrscheinlich zusammen, die man standardmäßig benutzt. Du benutzt vielleicht ein bisschen höhere. Hast du vielleicht die Einstellung runtergeschraubt? Nein, ich habe die immer drin, so. Echt? Ja. Boah, ist aber Boah, Alter, Glückspilz. Da hast du aber Schwein gehabt. Nie wieder zu mir sagen, ich hätte nur grüne Welle, ja? Tch, tch, tch. Hast du aber gehofft, dass sie grün wird, ne, oder? Nee, ich hab die hypnotisiert im Fahren. Ach, Carsten, das hättest du doch schlauer lösen können. Du hättest sagen können, das ist eine der funktionierenden Busbevorrangungsschaltungen. Hier, schon wieder. Ja, genau, stimmt. Ja. Vor allen Dingen, der Carsten hat den Rütteleffekt jetzt bei den Straßen drin. Ist cool, ne? Gut, ne? Ja. Das hat mir beim letzten Mal ja noch so ein bisschen gefehlt gehabt an manchen Stellen. Ja. Da waren die Splines ja aber auch noch Beta. Ja. Ich meine, im Grunde sind sie im Moment immer noch Beta. Also, ja, dann aber sieht man Alpha. Übrigens wunderschöne Stadtmauer mit wunderschönen Türmen. Keine Inka-Mauer? Nee. Keine ETS-Inka-Mauer. ETS-Inka-Mauer. Ja.